Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld Part 2 mittlerweile. Der erste Part ist am Pfingstsamstag online gekommen. Ich starte einmal schnell den Timer, das habe ich gerade vergessen, von 30 Minuten so. Genau, heute, wie gesagt, im letzten Part ja schon besprochen, hier so ein bisschen die Felder freilegen. Unser Reis wächst scheinbar schon. Die Heilwurzel noch nicht, da wollte ich jetzt unbedingt mal gucken. Haben wir jemanden mit Pflanzen in dem Kreis? Ja. Dann Löwe, bitte mal priorisieren den Anbauen dort. Den Anbau dort priorisieren, so, genau. Löwe, Arbeit, Löwe. Ich möchte, dass Löwe erstmal nur Feldarbeit macht. Wir müssen nachher mal gucken, dass wir einen dann wirklich nur auf Reinigen stellen, weil es ist am Anfang alles etwas schwierig, finde ich immer. Zu gucken, dass das alles läuft, aber das, je mehr Leute man irgendwann hat, umso schneller läuft das auch. Wir reißen jetzt hier erstmal alles ab, lassen hier die weiter bauen. Genau. Ich glaube tatsächlich, wir werden mit den Tieren, die wir hier haben, so nicht weit kommen. Weißer Ibis. Schmieden, Schneidern brauchen wir im Moment nicht. Handwerk brauchen wir gerade auch nicht. Kombustuga kann noch Handwerk machen, Schneidern, Schmieden, das kann sie alles gerne behalten. Waldarbeit haben wir zwei. Wir haben jetzt eine, Transport reinigen, bauen, jagen. Weißer Ibis, Tiere. Jetzt ist halt die Frage, Wildtiere. Ich würde gerne einen Elefanten jagen, aber mal gucken, welchen und wo. Wobei die Boomerlupe auch geil zu jagen sind, aber wenn die explodieren, die sorgen halt immer für viel So. Ich mache das jetzt eigentlich mal etwas unkonventionell. Und zwar schicke ich alle im Kampfmodus hier hoch. Weil das Problem ist, Tiere können sich rächen. Alpakas zwar nicht, aber... Na? Moment. So, die laschen das Alpaka mal eben um. Kampfmodus beendet. So, jetzt haben wir nämlich durch das Alpaka ein bisschen Fleisch schon mal. Dann können wir auch hoffen, dass einfache Mahlzeiten auch gekocht werden. So, was uns natürlich fehlt, ist Holz. Jede Menge Holz. Weißer Ibis baut hier noch die Entspannungsmöglichkeiten. Wir haben 75 Fleisch. Blau rennen wir. Jetzt essen sie halt alle das rohe Fleisch. Das gefällt mir nicht. Warum kocht denn keiner? Was ist mit unserer Köchin? Kein Material für eine einfache Mahlzeit. Für immer. Gucken wir mal, ob die das dann macht. So, genau, jetzt kocht sie. Verrückter Affe. Ein verrückter Affe greift an. So. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil der greift relativ zügig an. So, wo kommt er? Und Feuer frei, Jungs. So. Haben wir das auch beendet. Jetzt geht es nämlich weiter. Jetzt ist die Zeit ein bisschen verlangert. Okay, hier wird abgebaut. Wände aus Stahl werden ja abgerissen noch. Ich würde sagen, wir lassen die jetzt einfach erstmal hier die ganzen Abrissarbeiten vornehmen. Sie macht hier noch ihren Steinarbeiten fertig. Und dann gucken wir, wenn das alles abgerissen ist. Genau, jetzt wird da oben noch abgerissen. Hier unten sind es ja nahezu durch. Löwe baut hier an. Wenig Nahrung. Das ist nämlich das Problem. Und dieses wenig Nahrungsproblem, diesen müssen wir uns jetzt in einem habhaft werden. Das funktioniert jetzt nur, indem wir lebensmüde werden. Wie in der Hoffnung, genau, weil die Nashörner wehren sich, dass sich das Nashorn nicht wehrt, werde ich jetzt hier einen Angriff anordnen auf ein Nashorn. In der Hoffnung, es wehrt sich nicht. So, jagen ihm hinterher. Zack, 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 zack. Jawohl. Das Nashorn rächt sich, logisch. Wie sieht's denn bei dir aus? Bis Nashorn Zähne. Okay. In der Hoffnung.
Eine weiße Ibis kann Nase nicht tragen, kein Frei. Oh, fu, 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 fu. Und das haben wir vergessen. Man muss beim Lager immer Leichen mit anwählen, dass sie das lagern dürfen. Erst dann nehmen sie es nämlich mit. So. Weil aus dem Nashorn kriegen wir ein bisschen mehr Fleisch raus. In der Hoffnung, weil wir haben echt wenig Nahrung scheinbar. Wir haben gar keine Nahrung mehr. Wir müssen mal gucken, dass wir morgen zeitnah die Nahrungssache anfangen. Also Forschung haben wir ja komplexe Möbel schon angefangen. Behandlung benötigt. Ja, du brauchst dringend eine Behandlung, weil sonst bist du in 17 Stunden tot. Wo ist denn mein Arzt? Arzt, das ist blaue Rennmaus. Wenn sie liegt, können wir sie behandeln, denke ich. Ja, das Problem ist, ich kann ihr jetzt nicht sagen, Krankenbett, oder? Doch, kann ich. Schlaf bis vollständiger geheilt. Wir müssen gleich noch einen Schlafplatz ausweisen, weil das ist jetzt so der Krankenbettschlafplatz. Hä? Arbeit, Arzt, ist die blaue Rennmaus. Arbeit, Arzt, Moment. Nee, stimmt, sie ist kein Arzt. Bio-Bro, wie auch immer, ist der Arzt. Und sie. Gut. Behandlung muss erstmal sein, weil sonst stirbt uns die weg. Die hat schon mittleren Blutverlust, sie hat einen Biss. Und so, sterben tut sie jetzt schon mal nicht mehr. Haben wir noch einen zweiten, der kochen kann, ist die Frage. Ja. Ah, ist halt jetzt generell schwierig. So, sie schlachtet jetzt das Nashorn. Daraus kriegen wir wie viel Fleisch? Oh ja, genug erstmal. Oh ja, die kocht Mahlzeiten. Dafür braucht sie jetzt natürlich Holz. Wir haben kein Holz. Natürlich. Und weil wir kein Holz haben, können wir nicht kochen. Ist doch zum Mäusemelken, ist das doch. Dann geben wir hier mal ein relativ großes Bezirk Holz in Auftrag, was gefällt werden soll. Vielleicht geht ja einer hin, wenn die das hier abgerissen haben. So, genau. Blaue Rennmaus holt Holz. Oh, die verbaut das gleich natürlich. Mist. Der weiße Ibis bringt Steine weg. Blaue Rennmaus hat das nächste Holz. Die fangen natürlich jetzt erstmal an, alles zu verbauen. Das ist ein Problem. Oh nein. Der weiße Ibis. So. Wie soll. Das sieht aus, als würdest du noch eine Weile hier bleiben. Schlägt blaue Rennmaus vor, dass du deiner Fraktion einen Namen gibst. Ich würde sagen, die Chico-Linge. Außerdem schlägt blau unserer Siedlung einen Namen zu geben. Wie soll die Chico heißen? Chico. Chicohausen. So, weißer Ibis kocht vier Mahlzeiten. Damit werden wir schon mal anfänglich. Ich sage bewusst anfänglich dem Hungerproblem her. Weil das Hungerproblem sieht so natürlich aus. Das, was wollte ich sagen? Genau, das Hungerproblem sieht so aus. So, eine psychische Beruhigung männlich. Dass dieses Essen in 3,9 Tagen auch wieder verdirbt. Und aufgrund des Verderbens ist das Problem. Aufgrund des Verderbens ist das Problem, dass die davon auch eine Lebensmittelvergiftung kriegen können. So. Der hat jetzt Mahlzeiten gekocht, dann haben wir insgesamt 11 meines Wissens. Genau. Mit 11 Mahlzeiten kommen wir erstmal dann 2 Tage hin. Okay, Tendenz ist aber steigend vom Essen. Und Holz haben wir, wie gesagt, auch ein bisschen, dann bauen sie das jetzt fertig. Dann können wir jetzt tatsächlich anfangen, ihm ja alles zu verbieten, der blauen Rennmaus, außer forschen. Dann wird die blaue Rennmaus jetzt unser Forscher. In der Hoffnung, dass möglichst schnell Möbel gebaut werden, der ganze Kram. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das haben. Wir haben 3 Köche, die brauchen wir natürlich auch nicht unbedingt. Dann können wir nämlich das wieder Richtung Normalität zurückbauen. Dann darf erstmal jeder alles. Bis auf eben die blaue Rennmaus, die darf nur reinigen, nur forschen. Reinigen. Aber wir sollten vielleicht trotzdem jemanden abstellen. Ich weiß es nicht. Der nur reinigt, sollten wir. Wir sollten auf jeden Fall, falls wir gleich angegriffen werden, sollten wir schon mal vorbereiten. Hier eine Wand.
und eine Tür. Wir sollten auf jeden Fall dort eine Gefängnisbaracke vorbereiten. Schlafplatz, Schlafplatz. So, dann haben wir noch zwei Schlafplätze frei, weil am Anfang ist es wichtig, wenn wir angegriffen werden, dann auch zu sagen, du kannst jetzt mal Plastahl reinbringen, dass der nicht weiter verrottet. Hier ist es nämlich jetzt innen 27 Grad. So, es ist ganz wichtig, dass wir, weil der Plastahl zum Beispiel, könnte der verrotten, weiß ich gar nicht. So, blaue Rennmaus fängt an zu forschen. Natürlich ist die Forschung von ihr noch sehr langsam, wobei eigentlich sollte die gar nicht so langsam laufen. Nur, hier wird weiter geschlachtet, es werden Mahlzeiten weitergekocht, es läuft langsam. Das Pemmikan ungekühlt, nee, es ist Affenfleisch und Katzenfleisch. Also, Mahlzeiten kommen an Land, dann haben wir das Nahrungsproblem nahezu im Griff. Wir müssen das halt jetzt ein bisschen im Blick behalten und wir müssen zeitnah eigentlich dann wirklich Richtung Elektrizität forschen. Komplexe Möbel. Also die Forschung ist sehr langsam, weil wir halt als Stufe Steinzeit sind. Wir müssen dringend an Elektrizität forschen, Klimatechnik und vor allem in die Batterien. Und sobald wir die Klimatechnik haben, müssen wir ein Kühlhaus fürs Fleisch und die Lebensmittel bauen. So, wir haben auf jeden Fall angebaut. Oh, wir haben Reis sogar schon fertig. Ich wusste es. Deswegen habe ich nämlich angebaut, weil Alter 19, Büßerin, Union der Bingo. Ist nur die eine, so. Weil die hätte ich gerne als Geisel. Das funktioniert aber nur, wenn wir jetzt sagen, Löwe. Genau, priorisieren von Wand. Stopp. Wenn wir gucken, dass wir. Oh, puh. Da haben wir jetzt nämlich nicht aufgepasst. Ihr sollt aufhören zu schießen. Stopp. Waffen beenden. Stopp. Du bleibst im Kampfmodus natürlich. So. Jetzt haben wir hier nämlich, wenn er das hat. Stopp. Priorisiere Tragen von Holz. Visiere entfernen von Teakbaum. In der Hoffnung, dass es schnell genug geht. Arbeit natürlich. Zack, zack, zack. So, wir brauchen hier nämlich jetzt dann Gefangenenbett. Bingo. Jetzt können wir ihr nämlich sagen, du nimmst die rote Spitzmaus gefangen. Wie geht's denn der gerade? Körper, tot in 23 Stunden. Damit kommen wir noch klar. Das erlauben wir denen natürlich alles wegzuräumen, die Sachen. So. Jetzt haben wir nämlich die rote Spitzmaus als Geisel. Du, dich nehmen wir raus. Rote Spitzmaus, Bedürfnis, Bio, Gefängnis. Gehen wir auf Rekrutieren. Die hat einen Widerstand von 19. Was kann denn die rote Spitzmaus alles? Es ist ein Kurzschläfer und ein Körperopportunist. Hat eine 7er Pflanzenstufe. Ansonsten kann sie nicht viel. Das wird unsere Reinigungskraft und wir werden ihr auch noch erlauben, die Feldarbeit mit zu erledigen. Die Feldarbeit wird, wenn wir dann zwei Feldarbeiter haben, auch relativ zügig vonstatten gehen noch. Wir haben wieder wenig Nahrung, das weiß ich so. Wir bauen ihr natürlich hier noch ein bisschen was Hübsches. Ja, ein bisschen. Weil je hübscher eine Gefängnisbaracke natürlich aufgebaut ist, umso glücklicher fühlen die sich. Also wie gesagt, ich mache das hier jetzt alles provisorisch erstmal. Das hier wird, denke ich, nachher auch eher der Gemeinschafts- als der Lagerraum. Das ist jetzt alles erstmal barackenmäßig. Gut, die schlafen alles. Wurde die Spitzmaus denn versorgt, körpermäßig? Natürlich nicht. Geh die behandeln, verdammt nochmal. So, 195 Holz geben wir denen auch noch die Erlaubnis für. Wieso auch immer, die dafür keine hatten. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Haben wir nur Beeren hier oder wachsen hier auch irgendwo Heilpflanzen? Ich glaube tatsächlich nur Beeren, ne? Ja, das ist alles Beere. Ist nicht ganz so tragisch, kommen wir mit klar. So, die wird behandelt. Krell und Knüppel, genau, Bruchknüppel. Das läuft alles seine Wege und sobald wir jetzt eben bei der Forschung die Möbel haben, können wir auch sagen, Befehle, Strukturen, wir können das schon mal ein bisschen vorbauen. Dass wir sagen, wir bauen die hier so und so.
Dann bauen wir hier noch. Nee, das wird zu eng. Wir können dann natürlich hier drüben noch sagen, so und so und so, weil wir haben zwei Pärchen. Genau, rote Spitzmaus, Stammeskind kann wieder laufen. So, wir haben zwei Pärchen und wir können sagen, wenn das eben alles erforscht ist, wir machen hier vier Schlafräume erstmal rein. Dann ist zumindest die Privatsphäre von den Leuten ein bisschen besser. Sie werden nicht immer beim Schlafen gestört. Das müssen wir neu montieren. Das können wir hier in die Mitte stellen. Sie werden nicht mehr beim Schlafen gestört. Sie schlafen durch. Und das ist an sich gar nicht so verkehrt, wenn die auch durchschlafen. Weil ungestörter Schlaf und sie sind glücklicher. Sie sind definitiv glücklicher. So, dann haben wir jetzt eine deutlich kleinere Lagerzone, aber das ist halb so wild. So, wir haben jetzt schon mal überall fast Boden drin. Löwe erntet den ganzen Reis. Der Reis, wenig Medizin. Du hast keine Medizin mehr im Lager. Puh, das ist ein Problem, wenn wir ohne Medizin. Na gut, wir haben noch 10 Stück. Rote Spitzmaus, Körper. Wie sieht's bei dir aus? Prellungen verheilen. Du warst da, du bist da. Prellung Knüppel, weißer Ibis, Prellung Knüppel. Oh, wir müssen den Kochbereich reinigen, definitiv. Blaue Rennmaus hat eine Lebensmittelvergiftung. Dann reinigen wir doch hier erstmal alles. Er ist immer noch stark verschmutzt. Ist das Problem. Lasse kochen. Wir kümmern uns um die Lebensmittelvergiftung dann. Wenn wir einen Kühlraum haben und alles sauber ist und so, dann wird das, denke ich, auch geregelt. So, sozial, Bio, Bedürfnis, Gefängnis, 17,9 von 18. Also sie wird langsam, langsam rekrutiert, aber sie wird. So. Frage ist, ob der von 41 da überhaupt noch einen hochkriegt, um uns für Nachwuchs zu versorgen. So, ganz wichtig, was wir jetzt gleich mal machen werden, ist Priorität. Alle mal reinigen lassen. Weil je schneller hier einmal alles sauber gemacht wurde, umso geringer wird natürlich auch die Chance der Lebensmittelvergiftung. Und das können wir dann gleich wieder rausnehmen. So, wie sieht es im Kochbereich aus? So, zack, 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 zack. Jetzt wird hier natürlich noch sauber gemacht. Leber, genau. Die kriegen nämlich alle Lebensmittelvergiftung, weil der Kochbereich verschmutzt war. Das geht so nicht. So. Jetzt haben wir nämlich Einzelbereiche sogar. Wenn wir jetzt sogar hier eventuell sogar schon sagen, wir nehmen die Schlafplätze alle weg. In der Hoffnung, dass langsam mal Holz an Land kommt. Um die Tür noch endlich fertig zu bauen. Okay, der baut ihr hier jetzt natürlich den Boden erstmal ein, damit sie sich auch wohler fühlt, weil der Raum ist natürlich abscheulich. Logisch. Die Gefängnisbaracke ist abscheulich, genau. Weil die Räume werden halt auch immer eingeteilt. So, Forschung abgeschlossen, komplexe Möbel. Direkt weiter in die Elektrizität forschen. Genau, Projektbasiskosten 1600 ändern sich wegen meiner Tech-Stufe auf 3200. Ich werde mich morgen mal versuchen, schlau zu lesen. Jetzt habe ich da heute Abend wenig Lust noch zu. Inwiefern ich meine Tech-Stufe vielleicht sogar erhöhen kann. Weil die Tech-Stufe, wie ihr merkt, ist am Anfang noch relativ gering, die Erhöhungen. Aber wenn wir nach hinten mal gucken, das tut schon hier hinten weh. Deutlich sehr weh. Oder deutlich mehr weh, nicht deutlich sehr weh. Es tut deutlich mehr weh, je weiter wir nach hinten kommen. Und das macht keinen Spaß. So. Rennmuss und dann verursacht unfähiger Koch. Moment. Unfähiger Koch, was hast du denn? Weißer Ibis. Nee, du kochst nicht weiter. Wir gehen mal wieder auf die normale Priorität. Du kochst nicht. Wie sieht's bei dir aus? Kochen 9, kochen 6. Dann sollen nur noch die zwei kochen. Ist okay. Wenn die der Meinung sind, der Rest sind unfähige Köche, dann machen wir das so. Oh nee, eine Hitzewelle kommt. Die werden wir auch nicht abwehren können.
Das Problem ist dann, heute heizen sich die Räume halt auf wie sonst was und unsere Leute kriegen den Hitzschlag. Das ist ein bisschen doof. Ich muss gleich mal gucken, ob wenn wir dann die Türen offen halten, ob wir damit die Hitze so ein bisschen Art Akklimatisierung machen können. Temperatur. Ah, hier, passive Kühlung können wir bauen. Für 150 Holz. Ist immer noch abscheulich, hat nur 2 Punkte. Also, Eindruck, 2 abscheulich, reicht um 200. Abscheulich 8, also Freiraum 32 mittelmäßig. Es wird langsam besser scheinbar. 8, 9, 14, 15, 16. Aber wirklich perfekt ist das jetzt auch nicht. Weil wir halt. Da kommt nämlich der Pfeffer, das Problem ins Spiel. Da kommt ein Doppelbett rein. Ja, hier machen wir das Doppelbett hin. Bett. Bett. Dann kriegt jeder von denen eine sogenannte Kommode. Kommode, da steht's. Eine Kommode, die den Komfort der umliegenden Betten geringfügig erhöht. Mehr als eine Kommode pro Bett aufzustellen, gibt keinen zusätzlichen Effekt. So. Architekt, Kommoden. Also wir werden die Be natürlich jetzt etwas beengt bauen, die Schlafbaracken, ist logisch. Aber wenn sie dafür dann fertig sind und wir alle in die Betten platzieren, dann haben wir den Vorteil, dass die eben deutlich entspannter sind, die Jungs. Und Mädels. Wasser Ibis und Breio kriegen dann zum Beispiel hier ihr Doppelbett, wenn alles fertig ist. Wie sieht es denn aus? Werden noch Bäume gefällt? Nee. Ich glaube, die sind durch mit den Holzfällarbeiten, aber wir brauchen definitiv mehr Holz. Befehle, Holz hacken. Also wir hacken hier jetzt nochmal ordentlich Holz weg. Also die Nahlzeiten werden vorbereitet. Es ist auch schon deutlich sauberer hier scheinbar der Kochbereich. Er ist nur noch. Oh, er ist auch schon wieder 0,71 verschmutzt. Also ich muss gucken, was ich da dann gleich mache, wen ich als Reiniger abstelle. Löwe Sammler, du machst bitte nur Feldarbeit und Reinigen. Also wenn die Feldarbeit erledigt ist, wird Löwe unser Reiniger. Müssen wir mal gucken, wie gut das funktioniert. Ob das funktioniert, was ich mir vorstelle. Boah, mein Ohr juckt wie sonst was. So, wenig Nahrung schon wieder, aber das ist nicht schlimm. Der weiße Ibis baut gerade das erste Schlafzimmer scheinbar fertig. Holt sich Holz und baut das nächste. Warum baut keiner diese Tür da ein? Okay, das ist ein freies Bett. Da können wir den blauen Ren schon mal einquartieren. Blaue Rennmaus. Kein Material Sandstein. Wieso eine Tür aus? Stopp mal. Ich will doch gar keine Sandsteintüren. Wer hat denn da Sandsteintüren? Dass sie dann natürlich die Türen nicht bauen, wenn da die falsche Tür aus Sandstein, da ist es nämlich. Da die falsche Tür angewählt war, ist da das Problem, dass der die Schlafzimmer nicht abschließt. So, jetzt wird es natürlich interessant. Baust du Türen? Ja, die erste Tür ist drin. Okay, Löwe. Feldarbeit. Kombustar. Also kochen können sie im Moment scheinbar auch nicht wirklich. Es gefällt mir noch nicht so ganz. So, also die ist auf jeden Fall, ist sie schon auf einer Stufe 16. So, der redet jetzt nochmal mit ihr. Ich hoffe, die rote Spitzmaus weist sich ihr Bett selber neu zu. Ansonsten müsste ich in den Kampfmodus gehen und ihr das Bett selber neu zuweisen. Aber eigentlich sollte das funktionieren. Die Spitzmaus. Weil haben will ich sie auf jeden Fall. Und wenn es, wie gesagt, nur als Reinigerin ist. Wir machen jetzt mal wieder manuell hier den ganzen Kram, dass die alle einmal schnell putzen. Weil es ist schon wieder sehr dreckig durch die Lebensmittelvergiftungen geworden, aber
Wenn wir das dann gleich rausnehmen, dann geht das wieder alles seinen gewohnten Weg. Wie sieht's aus? Verschmutzt 0,54. Ja, das ist halt, weil es nicht steril ist, der Raum. Das ist so, ich glaube, die Standardgrundverschmutzung. Ich glaube, wir können es sogar fast so laufen lassen, wie es gerade läuft. Wie das wirkt. Löwe baut hier jetzt weitere Heilpflanzen an. Also hier müssen wir mal gucken. Wachstumsrate ist erst bei 58%. Ob wir diese Zone vielleicht nicht doch noch erweitern sollten. Also zumindest hierhin verlängern. Genau. Dass wir eben ein bisschen mehr Heilpflanzen haben. Weil wir brauchen definitiv die Heilpflanzen. Das steht so sicher, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Okay, Weißer Ibis holt sich neues Holz. Baut scheinbar weiter die Betten oder was? Oder was baust du? Ah, der hat die passiven Kühlungen gebaut, weil wir draußen 45 Grad haben, drinnen 34. Ist die Frage, die passive Kühlung, arbeitet sie? Wie viel hast du denn? 17, ja. 34. Also sie gehen scheinbar runter, die Werte. Dann machen wir das doch überall hin. Für die Temperatur ein bisschen passive Kühlung. Also das Schlafzimmer hier auf jeden Fall ist so, Weißer Ibis, Breio. Dann können wir die nämlich alle mal endlich wegreißen. Und dann haben wir noch drei Leute, die unterquartiert werden müssen. Ich habe nur mit vier Schlafzimmern geplant. Ja, wir bauen dann hier oben, wo Löwe jetzt noch schläft. Löwe wird dann in eins von denen quartiert. Nö, haben wir nicht, weil das Bett ist frei. Wir haben Kombu und Löwe noch. Dann sind die fünf fertig. Na? Na? Wie geht's den beiden? Bedürfnisse? Besucher! Er scheint ein paar Waren zum Handeln dabei zu haben, der Schakal. Dann komm mal ran, Schakal. So. Hat ein Pil das Pilum würde er kaufen. Hat er Kräutermedizin? Eine. Die nehmen wir ihm auf jeden Fall ab für 13. Pemnikan brauchen wir alles nicht. Wir machen das aber so. Er nimmt das Pilum mit, wir nehmen die Kräutermedizin dafür. Die Medizin ist uns mehr wert im Moment als ein Pilum. Akzeptieren. Weil? Brio, Abrux. So, wir tragen erstmal alles wieder rein. Genau. Dann haben wir nämlich noch den Knüppel für die rote Spitzmaus als Waffe zur Verfügung. Und haben dafür für eine Waffe haben wir jetzt halt ein bisschen Medizin bekommen. Betonung wirklich nur auf ein bisschen, weil das ist nicht viel, was wir haben. 13,8. Also so langsam wird's, muss ich ehrlich sagen, langsam wird es. Ich hoffe, der Schakal lässt noch ein Geschenk oder sowas da. Sonst haben wir hier bald echt. Also wir kommen hier echt lange in Bereiche. Also die Forschung für den Strom läuft. Sie läuft langsam und schleppend, aber sie läuft. Die Frage ist, Moment, Produktion. Ja, das haben wir noch nicht, die Sachen. Jetzt das Arbeits ist. Um die Arbeitsgeschwindigkeit zu erhöhen. Wir versuchen es mal. Ob der Werkzeugschrank tatsächlich dazu beiträgt, Löwe, du kannst einziehen. Ob der Werkstatttisch hier oder Werkzeugschrank tatsächlich willentlich dazu beiträgt, dass die Forschung schneller geht. Das ist interessant, das mal auszuprobieren. Ob das für den Forschungstisch auch gilt. Wäre sehr interessant und würde mich auch sehr interessieren. So, Weißer Ibis trägt jetzt da natürlich das ganze Eisen rein. Oder Stahl besser gesagt. Hä? Wo ist er hin? Ach, der holt Reis.
Ja, es wird morgen wahrscheinlich weitergebaut. Wurde von 13,8 auf 12,9 geändert. So, wie sieht es bei dir jetzt aus? Forschungsgeschwindigkeit 75%. Auf, Konstruktion ist fehlgeschlagen. Das gefällt mir nicht. So, ihr Lieben, das ist der Timer für heute. Ich werde jetzt weißen Ibis nochmal mit Zwang dran stellen, dass die Arbeit hier erledigt wird. Und dann gucken wir uns das noch an. Danach ist Sense im Gelände für heute. So, wie sieht es aus? 75%. Der bringt dort also genau gar nichts. So, gut. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Das war's von mir. Ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss.